Hallöchen, liebe Freunde der Sonne. Heute haben wir Donnerstag in der Türkei und es ist wieder ein wunderschöner Tag. Es hat vorhin noch geschüttet wie aus Eimern und jetzt ist das Wetter auf jeden Fall schon wieder besser. Langsam kommt die Sonne hier vor und wir sind hier beim Crystal Sunrise Queen, ja, Sunrise Queen Hotel. Das Hotel ist geschlossen gerade. Aber es gibt viele neue Informationen zu diesem Hotel und dazu wollte ich mich mal äußern. Dieses Hotel liegt sofort in, also Ende Kumkoi, Anfang Side ist das, neben dem Melas Resort Hotel, neben dem Hemera Hotel. Ja, dort vorne ist das Hemera und das Melas Hotel und hier ist das Sunrise Queen. Dieses Jahr passiert was Besonderes mit diesem Hotel und dazu wollte ich eine Information geben. Das ist übrigens wirklich ein traumhaft schönes Hotel normalerweise, wenn das nicht so ins Alter gekommen wäre, weil das ist auch mit einer der ersten Hotels, die hier damals waren. Ist auch ein Hotel, was es schon länger gibt. Und jetzt wird das Hotel auf jeden Fall von innen, von außen, da wird vieles dran neu gemacht, dass das halt wirklich an Qualität anheben kann wieder. Denn letztes Jahr lief es, also war, ich will das Hotel jetzt nicht schlecht reden, aber letztes Jahr war ein total anderes Management hier. Und dieses Jahr, ich komme bald noch zur Überraschung, welches Management hier ist, da kann ich jetzt noch nicht genau viel zu sagen. Aber ein ganz, ganz super tolles Management wird dieses Hotel weitermachen, sag ich mal. Ganz viel kann ich dazu noch nicht sagen. Ihr könnt euch freuen, unser neues Freunde der Sonne Hotel ist fertig. Spaß. Hier ist auf jeden Fall der Eingang vom Sunrise Queen. Das Hotel liegt sofort am Strand. Ich zeige euch das gleich. Natürlich sieht es jetzt nicht so toll aus, weil es ist geschlossen gerade. Die Lichter sind nicht an und ich wollte euch das trotzdem schon mal zeigen. Ja, weil ich sehr, sehr aufgeregt bin, wollte ich euch trotzdem schon mal ein Video zeigen, euch die Nachricht mit euch teilen. Hier ist der Eingang, Garten. Ja, und im Sommer ist alles natürlich richtig schön gepflegt und so. Jetzt gerade ist es halt geschlossen, sind auch gar keine Gäste da jetzt im Wintersaison. Jetzt aber im Sommer wird es aufmachen mit einem komplett neuen Management und vieles Neue noch. Dazu werde ich später kommen bei den nächsten Videos. Jetzt gehen wir mal rein. Ihr werdet gleich eine Aussicht sehen, das gibt es nicht, Freunde. Das ist ein wirklich schönes Hotel, aber wie gesagt, es werden viele Sachen jetzt dieses Jahr neu gemacht. War schon mal jemand in dem Hotel, der kennt das? Ist wirklich ein tolles Hotel, auch von der Lage her. Nur es ist halt ein bisschen ins Alter gekommen gewesen. Und dieses Jahr, also wird voll viel hier neu gemacht, das ganze Klimasystem, Möbel, hieß das, also da wird jetzt, wurde schon eingekauft dafür. Ja, das ist die Rezeption. Und das ist übrigens das Hotel, das habt ihr bestimmt am Strand schon mal gesehen, mit den Terrassen. Ihr seht jetzt gerade, ist es geschlossen. Jetzt in ein paar Monaten, ein Monat oder eineinhalb Monaten, das Datum sage ich im nächsten Video genau, wird jetzt geöffnet. Und hier herrscht dann halt auch eine wirklich super top Atmosphäre. Ich war hier schon mal im Hotel übrigens. Vor mehreren Jahren auch. Und ihr könnt euch wirklich drauf freuen. Den Namen werde ich in den nächsten Videos, denke ich mal, sagen, wie das dann wahrscheinlich auch heißen wird. Jetzt noch Sunrise Queen. Din-dili-din. Wir gehen mal hier raus. Ich glaube, hier ist das Restaurant, müsste sein. Aber guckt mal gleich die Aussicht, das sieht richtig toll aus. Von welcher Tür kommen wir jetzt hier raus einmal? Müssen einmal kurz gucken. Herzlich willkommen nochmal alle zum Live-Video, herzlich willkommen. Wir werden auch dieses Hotel jetzt in der kommenden Zeit gemeinsam begleiten. Din, 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 guten Morgen. Hoppa.
So. Schaut euch mal jetzt diese Aussicht an, Freunde, aufs Meer. Wir sind hier sofort am Strand, direkt am Strand. Und das ist dieses Hotel mit den Terrassen, Freunde. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen auf anderen Videos. So Terrassen, das wird jetzt auch sehr, sehr viel neu also gemacht. Das ist halt wieder wie nagelneu ist, ne? Was heißt nagelneu? Halt neu vieles gemacht. Wir wollen ja nicht übertreiben. Schaut euch diesen Ausblick jetzt mal an hier. Überall Terrassen. Richtig schön. Guten Morgen, Christel. Guten Morgen. Und hier sind auch ganz, 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 ganz viele Zimmer mit Meeresblick. Ja. Das Hotel hat in etwa 500-600 Zimmer. 500 Zimmer etwa, 520 oder so waren das, 500, 520 Zimmer. Und dort unten ist das Amphitheater. Das Schöne, so weit ist es nicht bis zum Strand. Also wenn man hier das Zimmer hat, Beispiel, man geht einfach hier, hier geht man runter und dann geht man hier Aufzug, gibt es einen Aufzug zum Glück runter und dann ist es hier auch nur noch 50 Meter. Aber wie gesagt, das ist jetzt Wintersaison, Freunde, das Hotel ist jetzt gerade geschlossen. Demnächst werde ich das mal mit Drohne vorstellen. Ich sage euch jetzt ehrlich, also von, das ist ja auch schon, es gibt schon länger das Hotel, aber von der Machung und für Fotos und ein bisschen so, für so ein Erlebnis für die Familie, das sieht echt toll aus, oder? Sag mal ehrlich. Liebe Grüße aus Magdeburg, danke, danke. Vorne ist auch ein Restaurant, Las Penas. Hier direkt ein Blick auf Side, Freunde. Direkter Blick auf Side. Ist das hier das Hallenbad? Ja, hier ist sogar ein Innenhallenbad, Freunde. Da sieht man sogar mit Meeresblick das Hallenbad. Ja, das wird noch renoviert natürlich. Das wird noch renoviert. Wenn ihr ein paar Fragen habt, könnt ihr gerne stellen, Freunde. Und eine richtig schöne Gartenlandschaft. Ihr seht zum Beispiel hier, das sind auch Zimmer. Der Balkon. Wir können jetzt schon mal so einen Blick auf den Balkon haben. Crystal Sunrise Queen. Also an den Namen kommt eine kleine Änderung noch wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber da komme ich zu den nächsten Videos dazu. Und am Strand wird wahrscheinlich eine schöne Bar noch hinkommen, die von außerhalb genutzt werden darf. Ja? Am Strand kommt noch eine schöne Bar. Wir laufen mal runter. Wir zeigen mal unten die Anlage. In welchem Ort ist das Hotel? Das Hotel ist hier in Kumköy. Da vorne ist Cedar. Schaut mal, da ist Cedar. Und hier ist Kumköy. Das Hotel war auch eigentlich mit einer der ersten Hotels. Jetzt nicht das erste, aber jetzt so. Da war zum Beispiel damals das Perisa, das Hemera. Und das war schon, also war schon immer ein sehr, sehr, damals auf jeden Fall ein sehr beliebtes Hotel. Dann mit den Jahren ist es halt ein bisschen in die Jahre gekommen. Und jetzt wird das Hotel nochmal auf Vordermann gebracht. Mit einem richtig guten Management. Und viel Investition wird es auf jeden Fall, sieht ja auch schon toll aus. Also ich finde, das sieht toll aus. Ich liebe diese Art, wie das gemacht ist. Ja, so ein bisschen römerisch, so wie bei den Römer, so dieses Edle. Demnächst mache ich ein Video mit der Drohne mal hier. Dann hat man eine viel, viel bessere Übersicht. Da vorne standen wir gerade. Jetzt laufen wir langsam runter. Hier ist das Amphitheater. Auch an einem richtig tollen Platz. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn die Sonne untergeht, wenn man hier sitzt, man sieht den Sonnenuntergang hier.
Das ist echt schon geil. Das ist jetzt ein Balkon vom Zimmer zum Beispiel. Finde ich auch sehr schick. Balkon, wie die gemacht sind, alle so rundlich. Hier haben wir andere Zimmer. Da scheinen die Balkone ein bisschen kleiner zu sein auf jeden Fall. Ja. So, wo laufen wir? Hier lang laufen wir. Ich zeige euch den Strandabschnitt gleich. Ihr seht, es wird schon gearbeitet, ein bisschen. Aber es gibt einen Aufzug, ne, womit man dann fahren kann, aber ich glaube, der ist jetzt gerade geschlossen, weil jetzt Wintersaison ist, also weil jetzt auch gar keiner hier ist. Und erstmal danke an das Hotel, dass wir überhaupt jetzt filmen können, wo das noch nicht mal im Schuss ist. Ihr wisst, das wird ungerne, also das normalerweise die Hoteliers mögen es halt erst, wenn es fertig ist, das sieht der dann richtig anders aus. Was steht da? Das hat uns sehr gut gefallen. Wart ihr hier schon mal? In der Disco viele Nächte durchgefeiert. Echt jetzt, Ute? Ja, wenn es jetzt fertig wäre, würde es halt viel anders aussehen. Die Blümchen, das Wasser. Also ich glaube, hier kann man mit einer der besten Fotos machen. Wir laufen wo lang? Da-da-da-da-da. Wird gearbeitet. Kolay gelsin. Aşağı nereden inebiliriz? Şuradan. Ha. Sağ ol. Teşekkürler. Mit Aufzug ist man in 20 Sekunden schon ganz unten. Ja. Wir mussten jetzt ein Stück laufen. So, jetzt sind wir hier. Guckt euch das mal an. Ja, was ist das denn? Wieso ein kleines Paradies? Das ist mal ein ganz süßer Pool hier noch drin. Ne, das ist ein Dings, Springbrunnen. Richtig schönes Springbrunnen. Ich bin echt gespannt, wie das hier nächste Zeit aussehen wird, nachdem das alles auf Trab und Tat gebracht wird. Richtig schön. Das sind Bananenbäume. Da hängen sogar Bananen dran. Ne? So sieht das Hotel dann aus, ne? Vom Aussehen her ein tolles Hotel, danke. Ja, letzte Jahre, ich will jetzt nicht mal schlecht machen, aber die letzten Jahre, also man möchte in Zukunft das Management und alles drum und dran deutlich besser machen, als die letzten Jahre es waren. Obwohl die letzten Jahre waren auch nicht schlecht, aber war auch gut, aber man hat sich halt als Ziel genommen, dass man so ein tolles Hotel, an so einem schönen Platz hier auch vor allen Dingen, ja, dass man so ein tolles Hotel an so einem schönen Platz und direkt am Meer, dass man da wirklich ein bisschen mehr an Qualität reinpumpen möchte. Und dieses Jahr wird es so wie eine neue Auferstehung. Hier ist der Strandabschnitt. Hier bin ich vor ein paar Tagen noch lang gelaufen, da habe ich das Hotel auch gezeigt. Ja. Und wahrscheinlich wird diese Bar hier, eine Bar hier genutzt, auch von außerhalb genutzt werden. Kleine Feierecke, vielleicht ein Treffplatz für eine gewisse Gemeinde, Spaß. Also wer weiß, also was da hinkommt, ne? Kann ich noch nicht viel zu sagen. Aber hier ist man halt sofort am Strand. Ja, jetzt sind zwar gerade ein paar Felsen, was ihr seht, aber das ist kein Problem, weil das wird im Sommer wird alles wird zugemacht mit Sand. Da kommt ein Schiff mit einer Pumpe und das Sand wird da rausgepumpt und alles hier voll gemacht, so dass man wirklich beim Reingehen keine Steine merkt, ja, außer an den Ende. Aber das ist Hotel auch zu Ende. Nur dort gibt's dann noch Steine. Aber hier die ganze Ecke wird vollkommen mit Sand voll gepumpt, sodass man da wie überall auch normal in Wasser gehen kann, ohne dass Felsen an die Beine treten. Das ist ja an der ganzen Region so, also an vielen Regionen hier so, dass im Winter die Steine rauskommen, im Sommer kommen die Schiffe, die das Sand wieder vollpumpen, damit man einen Strand hat ohne Steine und richtig schön der Einstieg. Hier ist die Promenade sofort von Sidi, hier sind ganz viele, also hier ist die Terrasse, wenn man hier ist, kann man hier an der Minibar essen und hier schön was essen. Schöne Aussicht auf andere Gäste, die hier spazieren gehen. Gell? Richtig schön. Das ist, was haben wir da noch? Also das Hotel ist groß. Ich werde sicherlich mehrere Videos machen noch. Und vor allen Dingen, wenn es dann auch so gut wie fertig ist.
Aber jetzt von dem, was ich jetzt vom Hotel gesehen habe, also ich würde gerne an so einem Platz sein, was direkt am Meer ist, direkt in der Nähe von Side, 3-4 Kilometer Side, Kümköy, 3 Kilometer, 2 Kilometer die Richtung, direkt an der Promenade. Hier ist der Miniclub, glaube ich. Auch sehr schön süß eingerichtet. Da vorne ist noch so ein Pool mit einer Bar sogar dabei. Boah, das ist ja hier traumhafte Lage, das stimmt, ne? Ist halt auch, also wenn man in so ein Zimmer ist, kommt man schon leicht zum Strand. Ja, man verläuft sich nicht hier wie in manchen Hotels, die groß sind. Da ist ein Aufzug, wo man ganz runterfährt und dann kann man hier auch überall hin. Also es scheint mir auch so, dass das für Menschen mit Rollstuhl auch nicht so schwer wäre, dass das möglich ist. Also wie gesagt, die Zimmer sind nah alle am Strand. Hier ist das Zimmer, hier ist das Wasser. Ja, die sind also, scheint nicht weit, weite Wege zu sein. Aber an sich ist die Anlage so weit, so in diese Ecke richtig, also linealförmig, ist sie schon länger so groß, sodass man wirklich viel Platz hat. Und irgendwie überall, wo man hinläuft, neues Abenteuer ein. Erwischt, ich laufe mal hier lang einmal. Ich finde das schön, Hotels zu zeigen, vorher und nachher, sag ich mal, ungefähr. Ich glaube, hier kommen dann Liegen hin und so. Hier ist auch ein richtig schöner Pool. Da hinten ist eine Bar dabei und man kann hier im Wasser sein und dann auf dem Meer schauen. Das ist für mich immer halt etwas ganz Besonderes, dass davor nicht geschlossen ist alles, sondern man könnte wirklich im Wasser und das Meer sehen. Wir sind im Oktober da, freuen uns schon. Seid ihr in diesem Hotel Oktober, Nadine? Birgit sagt mein Stammhotel. Hey, Freunde der Sonne, ihr wart hier auch schon öfter. Aber dieses Jahr könnt ihr euch auf was Schönes gefasst machen. Ich werde zu mehreren Informationen später kommen. Hier ist dann auch noch ein Pool. 1,30 Meter tief. Hier ist eine Bar dazu. Das sieht echt toll aus hier, ne? Das sieht echt toll aus. Birgit, wo ist das Restaurant und so? Birgit, wo muss ich hin? Freunde, mich würde freuen, wenn ihr das Video auch teilt, dass viele gemeinsam uns zuschauen. Ihr wisst, bei Hotelvideos freue ich mich halt sehr, dass man das dann auch teilt, dass wir mehr Zuschauer haben. Wer das Video geteilt hat, kann einmal schreiben, geteilt. Sodass wir uns halt die Wege öffnen können, auch mehr Hotels zu zeigen. Guck mal, ja. Ganz in Ernst, Freunde, sieht doch toll aus, oder? Danke, Christina Luna, fürs Teilen. Hier gibt es natürlich auch Wellnessbereich, Hammam, Fotograf, also das, was es in jedem 5-Sterne-Hotel gibt. Das ist auch 5-Sterne-Hotel. Aber ich laufe, glaube ich, gerade falsch. Oder hier kann man schon auch hoch irgendwo. Das sieht aus wie das nächste Dream World, sagt Michael. Zu Informationen komme ich später noch. Geteilt, Monika hat es geteilt, danke, Birgit hat es auch geteilt. Birgit, wo lange sollte ich jetzt laufen einmal? Ich möchte den anderen Weg zurücklaufen, damit wir noch mehr sehen vielleicht. Ingrid Leis sagt geteilt, danke. War schon 27 Mal in diesem Hotel, einfach top, wow. Das hört man gerne. Ingrid Hügel sagt 27 Mal. 27 Mal warst du hier. Ingrid. Du bist der Stammgast hier. Danke fürs Teilen, Heidi Klotz. Danke, Cassie Asch, fürs Teilen. Danke, Ingrid. Richtig schön. Was ist das, ein Hotel? Ein Hotel ist das. Das heißt Crystal Sunrise Queen.
Aber nächstes Jahr wird vielleicht eine kleine Namensänderung da sein. Dieses Jahr meine ich. Aber was genau kann ich jetzt nicht sagen. Sag ich noch, ich bin 23 Mal das beste Hotel in der Region, sagt Musa. Wow, ich habe von diesem Hotel, obwohl das jetzt noch geschlossen ist, haben wir echt viele positive Benachrichtigungen jetzt gerade dort. Ich mag das, dieses Naturelle bei diesem Hotel, ja. Das ist so, es gibt einen gewissen Flair. Guck mal, da oben eine Statue. Freue mich auf August, dann geht's in das Himera. Super, Peter. Wie gesagt, Freunde, Nachtzimmer, man hat Aufzüge. Man kann hier mit Aufzug runterfahren. Ich bin jetzt hochgelaufen, weil ich hier eine Sportskanone bin. Disco? Ah, hier ist Disco. Hier ist der Partyraum, Freunde. Hier ist Disco, ist natürlich jetzt bestimmt ein Abstellraum jetzt gerade oder so. Da ist gerade Privatparty, ist geschlossen. Wow. Jetzt ohne Spaß, also hier kann man sich's gut gehen lassen. Da bin ich mir ganz sicher. Was ist hier? Ist abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Würde auch Oktober kommen, aber wie heißt das Hotel, das ich suchen kann? Ja, das ist jetzt gerade noch Crystal Sunrise Queen heißt das. Ich denke, in den nächsten Woche kann ich dann vor Sunrise Queen noch einen anderen Namen setzen, aber jetzt gerade könnt ihr schreiben Sunrise Queen, glaube ich, noch. Ja, zum Buchen kann man Sunrise Queen schreiben, aber dann passiert vielleicht ein paar Änderungen. Vielleicht kommt davor Freunde der Sonne Sunrise Queen Spaß. Vielleicht ein anderer Name, das sehen wir noch. Weiß ich zurzeit nicht, ich komme auf jeden Fall, super, Ursula kommt auch hier. Sieht echt aus wie ein Palast hier, ja. Also Palast nicht, römerische Dings. Statue da oben. Christina Luna, ich hab zu danken. Jetzt gehen wir mal rein. Also hier ist auch, ich glaube, ein Restaurant. A la carte Restaurant. Oder normales vielleicht. Aber wenn es alles fertig ist, machen wir einen richtig schönen Durchgang hier, um alles zu zeigen. Es gibt hier bestimmt sehr, sehr viel Schönes, was ich noch nicht gezeigt habe. Ursula Eck, ich bin auch im Oktober dort, sagt Birgit, okay. Wo sind wir hergekommen? Ich weiß, wo ich hergekommen bin. Ich habe so einen Geheimweg genommen. Ich bin über die Treppe gesprungen. Da hat Nasia hat eine Tür offen gefunden. Oha, alles offen. Sie hat die offene Tür genommen. Das ist jetzt hier. Ist das für Kinder 5 Jahre schön dort? Ich denke, dass das für Kinder auf jeden Fall auch ein gutes Konzept hat. Ich habe den Miniclub von außen gesehen gerade. Super Lage am Strand, überall mit Schatten, Klimaanlage im Miniclub. Ich denke mal schon. Das ist hier, glaube ich, einer der Restaurante. Also das habe ich jetzt nicht gesehen. Diesen Platz. Das ist, ich glaube, was anderes. Ja, ich glaube, hier ist auch ein Buffet. Natürlich sieht es, wenn es belichtet ist, viel anders aus und schöner. Ist halt geschlossen. Sunrise Queen. Ich war hier vor 15 Jahren einmal drin. Ne? Ich finde, sie sieht trotzdem sehr schick aus. Aber
soweit ich weiß, die Möbel und so, das wird hier alles neu gemacht dieses Jahr. Ein paar Möbel nehme ich dann, die älteren nehme ich mit nach Hause, was die nicht mehr brauchen. Schönes Schloss zu Hause, Spaß. Was gibt's hier noch zu sehen? Vorhin ist der Eingang gewesen. Es gibt hier natürlich Wellness und ich glaube, Tennisplatz gibt's hier auch. Müsste ja auch sein. Eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, findet man auch hier. So, Freunde, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Eindruck in das Sunrise Green Hotel geben können. Mit der Zeit kommen auf jeden Fall noch mehr Videos. Mich würde freuen, wenn ihr das Video in Gruppen teilt und mit euren Freunden, damit die auch vielleicht ein neues Urlaubsziel haben. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, kann gerne abonnieren, denn jetzt in ein paar Tagen später, in einer Woche oder so, oder vielleicht zwei, da werde ich mehr Informationen zu diesem Hotel geben. Und auch am Strand vom Hotel wird etwas Neues passieren. Etwas, was eventuell mit uns zu tun hat, das weiß ich alles noch nicht. Aber das wird man sehen, was es auf sich hat alles. Es wird die Zukunft zeigen, möchte nichts Falsches versprechen. Weil es ist sowieso nicht leicht, immer alles ganz durchzusetzen, wie man sich das erhofft. Ihr wisst, das Leben bringt auch manchmal andere Schicksalsschläge mit sich. Ja, und deswegen müssen wir halt gucken, wie was funktionieren wird. Walter sagt danke fürs Mitnehmen. Gerne, Herr Walter. Ah, schaut mal, das ist richtig schöne Blume. Wow. Das ist richtig schön, ne? Hat so eine große Nase, schöne Haare. Schöne Blume. Es geht bald der Sommer los, man sieht das schon. Ja, wenn das Video gefallen hat, kann gerne ein Däumchen jetzt da lassen. Da freuen wir uns sehr drüber. Wenn das Video gefallen hat, kann gerne ein Däumchen da lassen, das Video teilen und danke, dass ihr dabei wart. Vielleicht kommt heute noch ein Video, wo wir vielleicht zum Markt gehen, ich weiß es nicht, ich muss jetzt gucken, wie ich das auch zeitlich alles schaffe. Und sonst freue ich mich sehr, wenn ihr dieses Jahr euch für die Türkei also das Urlaubsziel Türkei habt dieses Jahr. Ich würde sehr freuen, wenn wir uns dieses Jahr auch in der Türkei sehen. Und ja, danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch Fragen habt zum Hotel, könnt ihr gerne unter die Nachrichten schreiben. Vielleicht sehen das andere Gäste, die öfter hier waren und helfen euch weiter. Sonst könnt ihr bei uns in eine Gruppe kommen. Sie, der Antalya Freunde der Sonne Gruppe haben wir noch. Dort könnt ihr auch was teilen. Und dann warten, dass jemand antwortet. Da sind viele, die meist antworten und auch viel Information haben über diese Region Side. Side Antalya Freunde der Sonne Gruppe heißt das. Vielen Dank für das schöne Video. Danke, Nicole, ich habe zu danken. Danke, dass ihr dabei wart, Freunde. Wir hören uns später wieder. Ich muss jetzt noch ein paar Dinge machen hier. Und dann sehen wir uns wieder nach der Werbung. Din, dille, din, dille, din. Adios, adios, adios. Bye, bye. Das Video ist schon fast aus. Es reicht mit den Däumchen, Freunde. Nicht übertreiben. Ich mache erst aus, wenn kein Däumchen mehr kommt. Dankeschön, danke für die Herzchen, für die Däumchen, danke sehr. Danke, 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 danke. Dankeschön. Bis bald, ciao, ciao. Danke, Patrick, danke euch, danke jeden. Danke an alle Freunde der Sonne, ciao, ciao.